So Leute, willkommen zu einem neuen Part von Donkey Kong Country Returns 3D beim letzten Mal. Ich mach meinen Reißverschluss an der Jacke auf, weil mir warm ist. Beim letzten Mal haben wir... Ich sehe außerdem gerade mein Spiel gar nicht, sehe ich gerade. Das ist natürlich auch gut. So, beim letzten Mal, jetzt nochmal, haben wir ein Puzzleteil verpasst. Und ich war müde und es war alles toll. Am Wackeltempel so ein bisschen Bärchen abgeschlossen und... Ja. Jetzt machen wir das K-Level, weil wir es können. Und hoffen mal, dass wir da keine mittlere Katastrophe erleben. Ja, das ist doch ein Plan. Das finde ich ist ein äußerst guter Plan, den sollten wir so durchziehen. Und wie gesagt, im besten Fall halt ohne zu verrecken. Oder ohne mittlere Katastrophe. Das ist natürlich viel einfacher gesagt als getan. Aber ja. Das ist wieder mal ganz interessant. Wir starten eine Session und erstmal K-Level, ne? Es ist so, Todesurteil hoch 20. Ich erinnere mich an das Level sogar noch teilweise. Ich erinnere mich auch daran, dass es hier ziemlich wichtig ist, sich nicht hetzen zu lassen. Weil es einfach, es ist nicht schwer. Du hast alle Zeit der Welt und bringst dich erstmal fast selber um. Kennt man doch. Und man sollte sich halt einfach die Umgebung anschauen, bevor man irgendwas tut. Da sollte ich zum Beispiel nicht hin. Ich könnte jetzt zum Beispiel nach und nach da drüben hin marschieren. Hier hin, genau. Da bin ich sicher. Ich gucke mir nochmal genau die Umgebung an. Und sehe, da ist ein Löchlein. Da könnte ich mich dort drin verkriechen. Das tue ich jetzt auch. Ich werde am besten da drüber laufen. Und auf den springen. Weil da ist wieder mal sicheres Zone. So. Ich muss nur gucken, dass ich hier nicht minimal doof stehe. Ich stelle mich dort in den Gang rein. Es ist alles ein kleines Gedankenspielchen. Prinzipiell... Kein schweres Level, weil hier hast man tatsächlich keine Hetze, wo man irgendwie sagt, jetzt musst du innerhalb von wenigen Sekunden dahin kommen. Höchstens halt mal so kleine Abschnitte. Jetzt durch. Hier zum Beispiel war es jetzt ein bisschen eng, minimal. Ja, aber durchaus machbar. Komm, Puzzleteil. Am besten nicht zerquetschen lassen dabei. Das wäre schon mal so eine Idee wert. Das Puzzleteil hier ist außerdem sehr banal angebracht, möchte ich sagen. Hier sollte ich gucken, dass ich auf Anhieb durchkomme, oder? Ja, jetzt kann man natürlich wieder risky sein und sagen, ey, komm, wir versuchen alles in einem Rutsch zu machen. Möglichst flüssig und alles. Aber es geht meistens in die Hose und ich würde es jetzt gerade hier lassen. Auch wenn hier geht es vielleicht teilweise noch ein bisschen... Ja, aber wie gesagt, das Level ist eigentlich nicht schwer, wenn man sich ein bisschen konzentriert. Das mit der Konzentration ist aber noch so eine Sache. Manchmal eckt man halt blöd an und dann geht's halt schief. So, oder Doki springt einfach mal aus Prinzip nicht, obwohl ich einen A-Knopf drücke. Das kann auch passieren. Und jetzt zum Beispiel wäre das auch fast in die Hose gegangen. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen schweigsam bin, aber wie gesagt, es ist zwar nicht schwer, aber konzentrieren sollte man sich trotzdem. Hier hat man alle Zeit der Welt nochmal. Also, das ist so eine kleine Gedankenspielgeschichte. Eigentlich ein ganz schönes K-Level, weil es einfach mal so ein bisschen was anderes ist, als ich hüpfe und muss gucken, dass ich nicht runterfalle dabei. Sondern ich muss gucken, dass ich mich nicht zerquetschen lasse. Das ist auch mal was Interessantes. Und was Eigenes. Und ich erinnere mich hier, glaube ich, noch... Ja, da war ein blöder Tiki, der einfach mal richtig, richtig scheiße ist. Weil er mir einfach mal richtig im Weg steht. Und hier darf man anscheinend nicht stehen bleiben. Das meine ich mit beobachten, ist wichtig. Und das meine ich mit nicht auf die Gegner draufspringen, wenn die Stacheln oben drüber sind. Auch wichtig. Gut, so habe ich mal gezeigt, wie man hier drin sterben kann, wenn man sich nicht konzentriert. Und das Lustige ist, wir dürfen alles nochmal machen. Abgesehen von den Puzzleteilen halt, aber ansonsten alles nochmal. Und wie ich mich kenne, werde ich jetzt einfach das alles, was ich gerade eben gesagt habe, von wegen konzentrieren, langsam machen, schauen, was man tut, erstmal voll in den Wind schießen, weil es wäre ja langweilig, wenn das alles funktionieren würde. Und werde erstmal eiskalt in den Tod rennen, so wie ich mich kenne. Muss mir nur merken, wo ich stehen kann. Dann sollte das eigentlich alles kein Problem sein. Aber wie kriegen das schon hin? Kein Stress. Wenn ich jetzt für das Level länger brauchen würde als für die vorherigen, wäre das schon ein bisschen doof. So. Eigentlich alles locker machbar. Das gerade eben war nur so ein leichter Anfall von Konzentrationsschwierigkeiten. Hatte ich so das Gefühl, also jetzt gerade bei den Stacheln. Weil die Stelle ist an sich auch nicht schwer. Es ist ein bisschen asozial im Vergleich zum Rest des Levels. Aber wirklich schwer ist was anderes. So, da sind wir auch schon wieder. Und ja,
gerade an solchen Stellen, wo man sich nicht draufstellen darf, da sollte man sich halt, wie man sich's vielleicht denken kann, nicht draufstellen. Das wäre also ganz clever und das habe ich jetzt gerade gemacht. Da habe ich nämlich nicht aufgepasst, dass hier das den Boden berührt. Habe ich zu sehr auf die Tiki geachtet davor. Hier hin, runter. Hoffen, dass der Tiki mich nicht erwischt. Tiki, hau ab. Tiki, hau ab. Jii. So, genau. Da, danke, ich dachte, jetzt kommt die Decke so weit runter, dass ich auch noch erwischt werde hier. Das wäre sehr böse gewesen, Spiel. Uns fehlen auch noch zwei Puzzleteile. Die sollten allerdings kein Problem sein. Auf dem kann ich stehen. Genau. Da unten kann ich problemlos ebenfalls stehen. Also ohne zu sterben, meine ich mit problemlos. Hier auf dem vorderen Teil der Plattform. So, da. Also auf der ersten Plattform. Hier müsste ich da oben, genau, da passe ich doch super rein, den nehmen wir gleich mit. Wie gesagt, das ist alles nur so ein kleines Gedankenspielchen, man muss einfach nur aufpassen. Ich hätte nur gerade jetzt schon irgendwie 2 Stunden Mathe lernen hinter mir, deswegen scheitert es da manchmal so ein bisschen an der Konzentration, was vielleicht der ein oder andere verstehen kann, wenn man mal schon mal Mathe gelernt hat in seinem Leben. So, ich bleibe jetzt erstmal hier stehen, guck nach, wie die sich genau bewegen und runter. Jetzt nicht überstürzen und jetzt in aller Ruhe wieder nach oben. Die Stelle ist auch nicht sonderlich gefährlich. Man muss nur aufpassen, dass man sich jetzt hier nicht zerquetschen lässt, zum Beispiel. Ich glaube, hier muss man sich sogar noch ein bisschen beeilen, wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe. Genau, ich erinnere mich. Weil hier der Boden einfach mal meint. So, genau. Uns ein bisschen entgegenzukommen. Entgegenkommen sein ist zwar immer gut, aber wenn die Decke Stacheln hat, ist das meistens ganz schlecht, wenn der Boden etwas entgegenkommt ist und die Decke auch noch. Eieiei. Dumme Witze machen, nachdem das alles hier ja irgendwie gut überstanden ist. Noch 7 Minuten mit dem K-Level fertig, es wird noch anders laufen, Leute, sage ich euch. Da kommt noch das ein oder andere K-Level, in dem einfach gar nichts funktioniert. So, und bevor wir uns jetzt zum Boss begeben, würde ich sagen, Puzzleteilsuche. Hey. Also einmal mit Item durch das Level rennen. Und, ja. Los geht's. Mal schauen, wo wir unseren Puzzleteil vergessen haben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wollt ihr es eigentlich lieber haben? Ist mal so für die Allgemeinheit. Wollt ihr, dass ich die... Also die Puzzleteile am Ende der Welt ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Wollt ihr, dass ich das zeige, wie ich die Puzzleteile finde? Und wenn ich das wieder am Anfang vergessen habe, kriege ich einen Kollaps. Gut, wenigstens etwas. Wollt ihr, dass ich das mit Quarksuche, also mit Squawk durch das Level renne, oder soll ich das schneiden mit Squawks und keine Ahnung, dass ich als Squawks auswähle, zeige, wie ich ins Level gehe und dann ab dem Punkt anfange zu schneiden, sodass ihr dann quasi nur seht, wie ich das Puzzleteil finde, oder wie wollt ihr das denn? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben oder mir per Telepathie mitteilen oder keine Ahnung, wie ihr das vorhabt, wie ihr es halt könnt und wie ihr Lust habt. Ich nehme auch Telepathie, so ist nicht. Wenn ihr das drauf habt, von mir aus. Ich weiß nicht, ob ich das drauf habe, aber wir werden es ja sehen. Und hier ist es tatsächlich irgendwo. Moment, hier? Moment, wo hier? Moment. Hier? Moment, ich stehe am Schlauch. Ach, da oben! Okay, jetzt muss ich... Ich wusste, dass es hier doch eine Stelle gab, die ich gerne übersehe. Und ich habe sie tatsächlich wieder mal übersehen. Aha. Bitter. Bitter. Moment, waren die 2? Moment. Halt, stopp. Hier ist das Puzzleteil. Das heißt, wir sehen uns am Ende des Levels wieder, würde ich sagen. Auch da könnt ihr mir schreiben, wie ihr das... Wie habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Egal, weiter. Wie ihr das haben wollt, könnt ihr mir ja auch mal reinschreiben. Wollt ihr, dass ich hier immer alles bis zum Ende des Levels nochmal durchmache? Oder wollt ihr, dass ich schneide, so wie ich es eigentlich vorhab? Danke, du Scheißvieh. Und ich würde eigentlich persönlich sagen, wenn ich das Ding gefunden habe, also ich zeige auf jeden Fall, wie ich das Puzzleteil finde und wo es halt ist und alles mögliche. Und wenn ich es gefunden habe, würde ich halt einfach vorschlagen, dass ich schneide und sämtliche Fails, die so zustande kommen und die brauchbar sind, einfach reinschneide. Und so werde ich es auch wieder machen. Also Leute, bis gleich. So. Und da wären wir wieder zurück. Mit allen Puzzleteilen.
Hatte ich die? Ich hätte die zum Glück noch irgendwie bekommen. Ja, ich habe mir schon überlegt, was ich jetzt gleich sagen werde. Von wegen, oh Gott, so wie ich mich angestellt habe, habe ich natürlich Diddy wieder mal verloren, weil ich ihn, glaube ich, zweimal verloren habe. Im Laufe des Levels, weil... Kennt man vielleicht, wenn man durch das Level durchrennt, dann passiert sowas. Jo. Also wie gesagt, schreibt mir das in die Kommentare, wie ihr das lieber sehen wollt. Und wir schauen uns jetzt einfach mal die bombige Brutstätte an. Was uns da so erwartet. Und ich meine, ich kenne den Boss noch und ich meine, ich fand ihn nicht schön. Das wollte ich nur mal gerade angemerkt haben, weil das war, glaube ich, so. Bom. Boden kaputt kloppen und... Los geht's. Juhu. Stimmt, hier ist ja Boss-Level. Ich vergesse das immer wieder, dass ein Boss-Level einfach nichts ist außer Boss. Was so ein Boss-Level eigentlich so an sich haben sollte, aber... Mein ja nur. Und da ist ein riesiges Ei. Ich glaube, riesig trifft schon ganz gut. Ist ziemlich groß dafür, dass es ein Ei ist. Ich meine... Donkey ist dann doch ein ausgewachsener Gorilla und so ein Ei ist dann doch ein bisschen groß, wenn das so groß ist wie ein Gorilla. Leute, Gorilla-Ei. Oh mein Gott, das Vögelchen schlüpft. Das ziemlich krank aussieht. Hallo. Und ja, hallo Boss, Vogel-Typ. Jetzt keinen Weltuntergangsboss, weil er so absurd schwer ist. Dankeschön, dass du die Bombe einfach loslässt, Donkey. Das ist sowieso immer die beste Option. Njom. Ist ein kleines Flugzeug, der gute Vogel. Prinzip ist ganz einfach, eigentlich. Eigentlich, das geht gleich in die Luft, deswegen, das wollte ich nicht. Das war nicht meine Absicht. Gut. Aber ganz einfach und ich verkacke erstmal. So gehört sich das doch für so einen richtigen Let's Player, oder? So. Prinzipiell einfach Bombe schnappen, gegenschmeißen. Ist nicht schwer, ihr wisst, was ich meine, und aufpassen sollte man auch und nicht sonst wohin schauen. So passiert das dann, dass man einfach mal so zwischendurch random getroffen wird. Wie gesagt, er ist nicht schwer, aber man stellt sich gerne mal so ein bisschen dumm an bei dem, zumindest ich. Njom. Kampfbomber. Und das dürfte er. Feuerbombe! Feuerbombe! Ii. Die Feuerbomben sind die ekligen, die, die anderen Bomben hochdrücken? What? Njom! Dann Fliegerbombe. die sind ein bisschen eklig, weil sie einem so ein bisschen im Weg stehen. Gib mir mal die Bombe. Dankeschön. Netter Vogel. Boff. Voll am Kopf geknallt. Sehr schön. Wann kommt denn das? Das dauert jetzt nicht mehr lange, meine ich. Jetzt schmeißt er nämlich... Oh ja, eine Atombombe. Weit OP. Da einfach auf die Dinger drauf. Wir sind nämlich nicht kaputtbar. Und deswegen etwas, robust. Bombentiki? Bleib weg. Oh Gott, wie gemein. Springender Bombentiki hier. Dankeschön. So wollte ich das. Gut, wir mal schauen, ob wir durchkommen auf Anhieb. Das wäre ja irgendwie... Oh Gott, Tiefflieger, Mensch. Wäre irgendwie cool. Vor allem, nachdem wir halt jetzt hier schon den Anfang ziemlich verkackt haben eigentlich. Teilweise. Hallo, Atombombe. Das war nicht das, was ich wollte. Friss das. Hilfe. Das war fast getroffen. Entschuldigung. Ich muss mich hier gerade ein bisschen konzentrieren. Das ist so ein bisschen anstrengend für mich gerade. Friss das. Ach, der war doch gar nicht mehr so schwer. Ich dachte, der war schwerer. Aber es ging ja irgendwie. Bob. Tot. No. Der Arme. Das kriegt er erstmal wieder aufs Maul. Und wir verkloppen ihn erstmal ordentlich. So macht man das. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen geistesabwesend war, aber der Boss hat mich schon ein paar Mal fertig gemacht. Und da wollte ich ihm auch mal ordentlich auf die Schnauze geben. Wenn man sich nicht entscheiden kann, ob man Maul oder Schnauze sagen möchte. Kommt sowas bei raus. Und damit sind die Ruinen auch schon Geschichte. Passt irgendwie zu Ruinen, wenn man so bedenkt, dass sie halt ja vergangen sind und deswegen älter und deswegen Geschichte. Okay, wir haben erstmal eine schöne Flagge hier reingesteckt. Und können in die nächste Welt, und zwar die Höhlenwelt, die leveltechnisch gar nicht so groß ist. Und hier war der Boss eklig. Das war auf jeden Fall, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Minimal. Und ganz ehrlich, wenn wir Zeit haben, dann fangen wir wenigstens an. Da das sowieso eine Session mit zwei Parts sein wird, das heißt, gleich kommt noch ein Part für mich. Und dann kann ich das auch für Nullfall im Level beenden. Guck mal, dass wir vielleicht noch die Hälfte des Levels schaffen und dann geht's im nächsten Part da weiter. Und jetzt haut Donkey erstmal den Boden kaputt, weil Prinzip. Ist da ein Item?
Ein Item, ja, fast. Ist da ein Puzzleteil? Das hier ist außerdem eine sehr schöne Welt, weil sie eine reine, wenn ich mich jetzt recht entsinne, eine reine Raketenfass-Lorenwelt ist. Also sie ist recht interessant gebaut, weil ich meine, dass hier keine wirklichen normalen Level vorhanden waren. Hier ist ein Rückschussfass. Hier ist eine Banane. Ist da irgendwas drin? Ein Puzzleteil. Ha! 1 von 5, okay. Ich könnte auch einfach auf den Touchscreen schauen. Da steht nämlich auch, wie viele da sind. Aber egal. Wäre jetzt zum Mainstream. So, bis da rüber. Schnappen uns Didi. Und jetzt machen wir mal hier einen auf Sprengmeister. Ich meine zumindest, dass es hier eine sehr spezielle Welt war. Mich da recht zu erinnern. Oder dass es vielleicht nur ein normales Level gab. Aber ich mag die Welt. Zumindest erinnere ich mich soweit noch daran, dass ich die Welt eigentlich ganz cool fand. Und ich möchte bitte... Dankeschön. Bitte das Ding auspusten. Ein Tiki, der nicht springt, das ist auch schön. Ja, aber wir werden noch so einiges zu sehen bekommen in dem Spiel. Das Spiel hat ja noch ein bisschen was vor sich. Noch ein Puzzleteil, sehr schön. Augen auf, mein Lieber, und immer schauen, wo es hingeht. Oh, toll. Jetzt kommt wahrscheinlich erstmal hier das große Erstaunen. Ach doch, ist ein Lore-Level. Und hier haben wir eine andere Art von Lore-Level, und zwar eins, wo wir ohne Lore springen. Das heißt, die Lore klebt nicht dauerhaft an unseren Füßen, wie in der anderen Art des Lore-Levels. Sondern wir schießen uns erstmal in den Tod. Genau das machen wir. Genau das. 1:1 und nicht anders. Warum auch nicht? Was war das bitte schon gerade für eine Aktion? Moment, das haben wir auch zugleich wieder geschafft. Man muss nur wissen, wo man lang muss. Zack. Didi mit. Dankeschön. Oh, ist ja schon offen. Ich bin eigentlich nur wegen Didi hergekommen, weil den hätte ich dann doch gerne. Wobei er mir eh nichts bringt auf der Lore. Bom. Das war stylisch und steil. Vergesst es. Ich laber heute Kacke. Ist normal, passiert. Wenn man Mathearbeit schreibt, auch wenn ich Mathe mag und heute nicht Lore fahren kann anscheinend, ja. Passiert sowas, dass man leichte Konzentrationsschwächen hat. Vor allem, wenn man halt viel gelernt hat vorher, was ich ja getan habe. Eigentlich ist es echt unnötig, dass ich die mitnehme, aber verdammt nochmal, ich will ihn haben. Ich will sie alle. Ihn alle. Schon wieder dieser Style-Move, was war das denn bitte? Also, ganz ehrlich, was ist halt los, abgesehen davon, dass ich nicht Lore fahren kann? Anscheinend way too much skill im normalen Jumpen. Ich erinnere mich nämlich, dass man, wenn man nach vorne drückt, ein bisschen weiter springen kann. Und diesmal am besten mit richtigem Timing in das Fass rein. Dankeschön. War jetzt nicht so schwer. Aber Leute, was hier noch so kommt, sehen wir beim nächsten Mal bei Donkey Kong Country Returns 3D. Bis dahin und ciao. Oh, epische Musik.